Hallo liebe Leser und willkommen zum Action Adventure Sphinx und die verfluchte Mumie. Das Spiel erscheint für alle drei Konsolen, hier seht ihr die GameCube-Version. Gleich vorweg, in Sachen Technik und Spielspaß schenken sich die drei Fassungen nichts und sind nahezu identisch. Das Spiel fängt etwas schleppend an, da ihr erst einmal die Vorgeschichte erzählt bekommt. Diese dürft ihr selbst nachspielen und erlebt dann erstmal mit, wie aus dem jungen Pharao eine waschechte Mumie wird. Denn der böse Bruder des Pharao führt gar nichts Gutes im Schilde. Da kann der arme Pharao noch so schreien, wie er will, ab sofort frisst er sein Dasein als Mumie. Der Abenteurer Sphinx, der hier im Bild zu sehen ist, macht sich auf, um die Mumie zu finden und ihr zu helfen. Dazu müsst ihr 5 ziemlich große Welten erforschen, die ihr nach und nach bereist. Gut 2/3 des Spiels steuert ihr Sphinx, den Rest dann die Mumie. Sphinx ist dabei eher der Mann fürs Grobe und metzelt seine Gegner reihenweise mit dem Schwert nieder. Die Kämpfe sehen zwar sehr spektakulär aus und erinnern etwas an Prince of Persia, allerdings ist das Kampfsystem nicht optimal gelungen. So, jetzt wird's mal langsam Zeit, dass die wandelnde Mullbinde in Aktion tritt. Wir kommen zu den Mumien-Levels. Die spielen sich weniger actionreich, stattdessen müsst ihr hier viele Puzzles lösen und auch eure Jump'n'Run-Künste unter Beweis stellen. Hier mal einige Impressionen der kniffligen Hangeleinlagen. Die Mumien-Levels und überhaupt das ganze Spiel sind teilweise stark von Klassikern wie The Legend of Zelda inspiriert. Hier seht ihr, wie sich die Mumie an einem Wachzyklop vorbeischleicht. Wir schalten nochmal kurz um zu Sphinx. Auch der muss hin und wieder Puzzles lösen oder wichtige Gegenstände einheimsen, um voranzukommen. Das Spiel ist zwar recht linear, aber ab und zu müsst ihr auch Orte besuchen, die ihr zuvor schon gesehen habt. Zudem eignet sich Sphinx im Laufe des Abenteuers neue Fähigkeiten an, wie etwa einen Doppelsprung oder auch neue Waffen, wie zum Beispiel Giftpfeile. Es warten auch einige coole Minispielchen auf euch, die das Spielgeschehen etwas auflockern. Hier muss man sich besonders gut konzentrieren und sich die vorgegebene Kombination merken und dann nachhüpfen. Zur Belohnung gibt es dann aber auch ein wichtiges Item und einen Batzen Geld. Ich zeige euch noch ein weiteres Minispiel, hier müssen wir wettschwimmen. Beachtet auch mal die wirklich gelungenen Wassereffekte, die überhaupt wie die gesamte Optik des Spiels wirklich sehr sehenswert sind. Mir hat der Test von Sphinx eine Menge Spaß gemacht, überhaupt hat mich das Spiel äußerst positiv überrascht. Vor allem die Mumien-Levels finde ich teilweise grandios, die sind nicht nur witzig, sondern spielerisch auch sehr abwechslungsreich. Da die Mumie nicht sterben kann, sie ist ja ohnehin schon tot, könnt ihr mit ihr die verrücktesten Dinge anstellen. Teilweise müsst ihr das aber auch, denn sonst könnt ihr die Rätsel nicht lösen. Ich finde es schade, dass die Mumien-Levels etwas kurz geraten sind, aber auch die Abschnitte mit Sphinx machen richtig Spaß. Bis auf das dämliche Speichersystem gibt's an Sphinx und die verfluchte Mumie kaum was auszusetzen. Wer auf der Suche nach einem etwas anderen Action-Abenteuer ist und genug von Zelda und Co. hat, sollte auf jeden Fall mal reinschauen.